Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Kalle. Heute komme ich zu einem Tabak, den... Also ich habe von dem Tabak bis jetzt noch nie was gehört. Bin auf der Intertabak durch die Shisha-Profis. Da geht jetzt auch erstmal ein Dank an die raus. Link haue ich mal unten in die Videobeschreibung. Die haben mir den Tabak zur Verfügung gestellt. Und zwar geht es um TikTok-Tabak. Wie gesagt, TikTok habe ich in meinem ganzen Leben bis jetzt noch nie was von gehört. Als sie diese Sache ausgepackt haben, also ich werde hier gleich mal ein kleines Video einblenden. Unter anderem habe ich so eine Broschüre gekriegt. Und das sieht richtig, richtig geil aus. Also so wie das hier aussieht, kann das was. Also das sieht wirklich sehr, sehr professionell aus. Als sie den Tabak ausgepackt haben, Leute, sowas habe ich bis jetzt echt noch nicht gesehen. Diese 100, also hier, das ist eine 100 Gramm Packung, sieht aus wie eine etwas größere 50 Gramm Packung. Die sind in so einem richtig schönen Holzcase drin gewesen. Ich guck mal, wenn ich ein Video oder beziehungsweise ein Bild finde, blende ich das mal mit ein. Das sah wirklich sowas von übertrieben geil aus. Kommen wir mal zu dem Tabak an sich. Heute dreht es sich im Endeffekt um Zitrone-Minze, beziehungsweise es ist kein Standard-Zitrone-Minze, sondern ein Zitrone-Spearmint. Finde ich persönlich sehr, sehr geil, da ich gerne Spearmint rauche. Das sind die Dosen, die 100-Gramm-Dosen aus Metall und die könnt ihr so zur Seite wegziehen. Ich guck mal, ob man es im Video sieht, sonst blende ich dazu auch nochmal was ein. Das fühlt sich so übertrieben geil an. Die sind irgendwie so beschichtet mit sowas, mit so einem weichen Überzug. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze heißt. Die Dosen machen echt was her. Ich weiß, es wird jetzt wieder jemand oder ein paar Leute geben, die ein bisschen rumnörgeln. Die Dose ist doch scheißegal, schmeiße ich nur weg. Muss ich eigentlich sagen, nee. Denn wenn die Dose eigentlich schon was hermacht, dann hat der Hersteller sich auch Gedanken dabei gemacht, beziehungsweise glaubt auch meines Erachtens an sein Produkt. Und die Dose finde ich wirklich mega geil. Das Ganze heißt B52. Gut, nach dieser TDB2-Verordnung ist zwar hier die Pappschachtel noch nicht gestaltet, aber B52 wird wahrscheinlich, wenn das Zeug bei uns in Deutschland auch oder generell hier in Europa auf den Markt kommt, dann unter B52 laufen. Wie gesagt, Zitrone-Spearmint sieht man jetzt auch noch abgebildet, das wird natürlich dann auch noch verschwinden. Dann kommen wir mal zum Tabak an sich. Also dazu muss man sagen, in Dosen könnte es definitiv nicht lagern. Die sind absolut nicht dicht. Ich habe das Ganze jetzt mal hier in so ein Einmachglas gefüllt. Und wenn wir uns den Schnitt angucken, dazu blende ich dann auch wieder ein Foto ein. Das Ganze ist eher im mittleren Bereich. Richtig, richtig schön eingezogen. Es sind ein, zwei dickere Ästchen mit dabei, aber die sind auch hundertprozentig eingezogen. Der Schnitt ist sehr, sehr schön. Keine Färbemittel vorhanden. Die Feuchtigkeit ist auch mehr als top, also super. Feuchtigkeit keine Überschüssigung lasse. Und was kann ich euch zum Geruch sagen? Also ihr habt eine sehr, sehr natürliche Spearmint-Note. Nicht über, also nicht diese krasse Mentholbombe, sondern wirklich mega angenehm. Ganz, ganz, ganz leicht kühl nur in der Nase. Und sowas ganz, ganz leicht zitrusmäßiger. Das ist hier wirklich nur ganz nebenbei. Eigentlich ist diese Spearmint-Note jetzt hier im Vordergrund. Also geruchlich muss ich sagen, hammerhaft. Finde ich richtig, richtig nice. Ja, dann kommen wir kurz zum Setup. Rauchtum das Ganze heute wieder in meiner LFS Sultan. Natürlich mit meinem Kolbenmundstück. Gebaut habe ich das Ganze bündig zum Rand, richtig schön fluffig, Phoenix drauf, Tonkopf natürlich, Phoenix drauf und drei Black Coco Kohlen. Und das Zeug qualmt wie Hulle. Also wirklich, ich erwähne es eigentlich ungern, aber hier bei dem Fall fällt es mir einfach sehr, sehr doll auf, dass der Tabak wirklich gut raucht, obwohl die Hitze noch nicht für wer weiß wie punktuell, beziehungsweise wer weiß wie sehr ist, also die Kohlen liegen eigentlich relativ weit außen. Ja, also qualmen tut das Zeug hammergeil, muss ich wirklich sagen. Und was kann ich euch zum Geschmack sagen? Wenn ihr das Ganze einraucht, habt ihr hinten im Hals eine minimale Kühle, also wirklich sehr, sehr verhalten. Auf der Zunge legt sich wirklich eine sehr, sehr frische, sehr natürliche Spearmint-Note ab. Das Ganze schmeckt ganz leicht wie Zahnpasta, sag ich mal. Allerdings positiv, also wirklich wie so eine Zahnpasta-Spearmint oder Kaugummi-Spearmint.
Und so ganz, ganz leicht mit dabei ist eine sehr, sehr natürliche Zitronennote, die mir persönlich richtig geil mundet. Ja, mehr kann ich zu dem Tabak eigentlich gar nicht sagen. Von mir das Fazit, sowas von die 100%ige Kaufempfehlung. Für mich ist das der beste Zitrone-Minze bzw. der beste Zitrone-Spearmint-Tabak, den ich bis jetzt so geraucht habe. Ich habe noch nichts derartig Vergleichbares gehabt. Wenn ihr irgendwie ein Zitrone-Spearmint kennt, schreibt mir den mal bitte unten rein. Wirklich ein, wo ihr auch sagt, yo, da stehe ich auch wirklich voll dahinter. Denn ich persönlich rauche diese Spearmint-Note viel gerne wie eine eigentliche oder wie eine reine Pfefferminze oder diese normalen Zitrone-Minz-Sorten. Mir passt der Tabak einfach zu 100%. Ich bin jetzt nicht unbedingt sprachlos, aber ich finde den wirklich geil. Ich möchte auch hier nichts unnötig hypen oder so. Aber ich finde den Tabak wirklich richtig, richtig gut. Was das Ganze näher kosten wird, kann ich euch nicht sagen. Hier ist zwar jetzt eine Steuerbanderole dran, sind allerdings Messepreise, weil ich glaube nicht, dass es 100 Gramm für 4 Euro gibt. Das wäre sowas von der absolute Megahammer. Aber darauf würde ich mich jetzt persönlich nicht verlassen. Also ich gehe davon aus, dass der Tabak sich doch in eine andere Preiskategorie begeben wird. Hat aber meiner Meinung nach auch was verdient. Also muss ich wirklich sagen, geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich feiere den Tabak wirklich übertrieben. Ja, ich werde jetzt den Kopf noch mehr als genüsslich zu Ende rauchen. Ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen was da. In diesem Sinne sage ich dann wieder Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch eine ruhige Restwoche. Und diese bin ich dann raus. Haut da rein!